Was bisher geschah. Hi, hi. Na ihr? Wir haben mal wieder ein bisschen weitergeworfen. Ja, das... Oh, Cut! Ups, das können wir doch nicht nehmen! Lass es weg! Ja. Lass So, wir haben einiges neu gemacht. Nach diesem wunderschönen Pre-Intro. Wir haben unser kleines Werbeschild hier ein bisschen schöner gemacht. Normalerweise. Ja, 24-7 eigentlich. Ne, hier. Wir haben das jetzt hier, genau. Folgen, YouTube Quadfornation. Ihr wollt mir helfen? Quatschen, PermaFuture. Unter Teamspeak, Quadfornation.necro.de. Die Schilder sind geblieben, aber das wurde hier einfach mal richtig schön gehighlightet. Also ich, wer war das? Zelle? Ja. Ich glaube, Zelle war das zusammen mit Rufen. Hi. Hallo, Rufen. Hi, Rufen. Wolltest du schon mal fliegen? Kennst du dieses Fliegen? Rufen. Ne, warte mal, Rico, das wird jetzt witzig. Rufen. Okay. Komm mit. Ja. Du musst einfach die ganze Zeit gegen die Wand gucken, sonst. Zeig mal, du kannst ja rechts mal kurz rüber gucken, ne? Wir haben auch ein bisschen was gemacht. Ja, wir haben auch ein bisschen was gemacht. Zeigen wir gleich mal ausführlicher. Es ist voll praktisch, Treppen mit Speed 2 hochzuspringen. Ja, aber wenn du so ganz getapselt springst, geht das auch schneller. Jetzt, Tobi. Jetzt hau ihn runter. Tobi, los. Komm, Marc, du jetzt auch. Yay! Yeah. Oh, Alter! Wo bist du denn geflogen? Guck mal, wie ich geflogen bin, Alter. Und ich hab noch kein MLG-Shot. Guck dir mal an. Ich bin hier gelandet, Rico. Guck mal, da ist er gelandet. Guck mal, Rico. Rico, du sollst hingucken. Da. Hier bin ich gelandet, von da oben. Guck sehr mal, wo schön. Du gelandet bist, Marc. Guck mal an, wo du gelandet bist. Das hast du nur noch von. Gut, dann zeigen wir jetzt mal, was wir hier so schönes neu gebaut haben. Erstmal die Tafel der Geilheit ist jetzt nochmal ca. 700 Stunden geiler. 700 Stufen geiler. Ihr könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Blöcke, wie viele einzelne Diamanten das sind. Dann der erste, der das ausrechnet, wird im nächsten Video vorgestellt mit seinem Kommentar, wer das richtig ausgerechnet hat. Des Weiteren haben wir hier oben, wie man sieht, oben. Diesen Zaun schön gemacht. Ja, ich bin oben. Wie immer. Und leider kann man da hinten nicht ganz gerendert sehen. Weil die Chunk, das ist echt gut, unsere Burg ist über die Chunk, geht über die Chunk gerade so hinaus quasi, ja. Hier wächst schon das Gras einigermaßen. Sehr gut. Ja, und dann sieht man's, wir haben ein gutes Stück von der Mauer abgebaut, da sieht man auch nochmal so kleine Clips, die kann ich jetzt mal von Tobi einspielen, falls das jetzt so funktioniert hat und noch da ist. Ja, weil ich hab, genau, das muss man kurz sagen, das ist der zweite Aufnahmeversuch, der erste war kacke und das habe ich ihm schon eben, da habe ich ihm eben in der Aufnahme gesagt, dass ich noch ein paar Clips habe, die er zeigen kann. Und zwar sehen wir hier dann auf jeden Fall den Clip, wo die Mauer eingerissen wird von uns. Ja, die Mauer muss fallen, Rico's Stichwort. Wir sind schon recht weit wieder, wir wollen jetzt mit dem Hauptgebäude anfangen, aber eigentlich gefällt uns das Ganze nicht so. Wir haben ja ein bisschen debattiert und deswegen reißen wir jetzt einfach unsere ganze Mauer nochmal ab. Das ist alles voll direkt. Scheiß, das kommt alles weg! Das ist einfach nicht mehr so das, was wir wollen. Wir reißen es einfach nochmal komplett ab und machen dann einfach eine aus Holz oder sowas. Das sieht eh viel rustikaler, viel schöner, viel toller aus. Ne? Das meine ich so ernst, wie es halt ernst gemeint werden kann. Guckt euch Zelle an. Ja, ist echt so. Die Mauer muss fallen. Die Mauer muss fallen. Bitte einen nostalgischen Clip einspielen. Ja. Berlin im November 1989. Die Mauer fällt. Wir haben hier extrem viel terraformen müssen. Ja, und hier kommt ein Screenshot, als ich hier hin, wo ich stehe. Ja, als Referenz, hier war wirklich gar nichts. Das haben wir komplett geterraformt, beziehungsweise hauptsächlich hier Zelle und Tobi, den Part. Navid hat uns das dann in ein Frozen River gemacht. Er hat das jetzt auch ein bisschen größer gemacht, als es vorher war. Nicht nur hier hinten, das ist auch generell von der Fläche, was sehr cool ist, denn jetzt ist hier auch überall Eis. Das finden wir mega. Ja. Was ich noch nicht verstehe, warum ist jetzt hier Eis? Und hier Eis? Oder wurde das nur per Hand dran gemacht? Kann das sein, dass das. Weil das ist jetzt eigentlich. Ich glaube, das ist die Maximalrange hier vom Schnee aus wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und hier, wo wir jetzt gerade stehen, habe ich ganz viel Wüste weggemacht mit einer Schaufel. Ja, man sieht ja, das sehr ist hier nur ein Hof. Sieht man. Ja. Ich bin Marc. So, und hier haben wir das dann jetzt auch alles zugemacht. Das war alles offen. Es ist noch ein paar Blöcke fehlen noch, aber nicht der Rede wert. Ja. Da haben wir auch, das war richtig viel, was wir da wieder alles zugemacht haben. Wir haben so viel Schnee gefarmt. Also unsere Schneefarmstrategie ist schon echt effizient, aber den haben wir wirklich komplett verbaut bekommen. Das ist aber auch echt, wenn man so überlegt, wir hätten nicht erwartet, dass wir das alles nochmal so krass vergrößern. Ja. Ja. Also das ist ja wirklich, wie man sieht, echt viel. Ja. Schon ziemlich übel. So, und jetzt könnten wir an der Stelle einfach mal kurz zeigen, wie das von oben aussieht, oder? Ja. Einfach mal kurz. Da gibt es nämlich ein kleines Jump'n'Run von, wer hat das nochmal gemacht? Bubella oder so, die hat auch ein
ja. Video davon, glaube ich, gemacht. Da oben können wir jetzt lang. Mhm. Ah. Zack, 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 zack. Okay, warte mal. One jump, please. Ach, Rico, I did it. Okay, den hier kann man nicht machen. Great. Zack, 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 zack. Tobi war einfach in mir drin. Zack, zack. Wie immer. Zack. Nein, ich bin nur vom Block abgerutscht. Warum passiert sowas in Minecraft? Ist egal, das hier ist eh nicht so wichtig. Ich booste mich, ne? Hui. Hui. Auf einmal einfach. Ja, geil, jetzt fängt's an zu regnen. Siehst du, wie ich mich booste, bitte? RIP FPS. Ja, ich seh's. Meine FPS. Ansonsten lass die Shader halt mal draußen. Jo, kleiner Cut. No, Shader sind jetzt aus, weil es regnet und meine FPS sonst wirklich einfach einen grausamen Tod stirbt. Ist sehr schade, weil das Spiel dadurch jetzt deutlich unschöner aussieht. In einem sehr grausamen Todes wird das Spiel dann verrecken. Ich kann normalerweise mit Shadern spielen, aber nicht auf diesem Server. Ist einfach zu viel Kram. So, komm mit Rico. We do it together. Ja, und da sieht man die Festung. Mach mal. Hier sieht man es dann wunderschön. Rico, soll ich dich da rein boosten, damit du einfach da reinfliegst? Nein. Nee, echt nicht? Nein. Man sieht halt leider nicht ganz. Deswegen alles. Ja, damit du alle. Boah, Chris, schaffen wir das? Ja, wobei. Dass du da hinten drauf kommst irgendwie? Nee, ne? Wenn du dich dann nochmal selber so boostest. Ja, aber so krass bin ich nicht. Da bin ich zu schwer. Brenner. Egal, wir probieren es. Lass du mir. Okay, 3, 2, 1, Sprint. Nee, kannst knicken. Oh, geil. Komm, Marc, oder? Ja, ich hab das gedacht. Feather Falling ist echt eine Verzauberung, die ich mal bräuchte. Ja gut, aber man hat's ja ganz gut gesehen, wir haben da ordentlich was dazugefügt. Oh, Rico, hinter dir ist er. Hinter dir ist er, er hat's gedonnen. Ja, wir haben diese kleine, ich sag mal, Abgrenzung hochgezogen. Slash TP Accept. Wir haben diese Abgrenzung hier hochgezogen und da setzen wir jetzt Gras drauf, damit wir da halt einen kleinen Garten machen können. Derzeit. Weil, ja, das soll auch auf jeden Fall Gras sein. Wir müssen mal gucken, dass wir die Fackeln so platzieren, dass da jetzt nicht überall Schnee drauf kommt, weil eben das wollen wir eigentlich nicht, dass da überall Schnee ist. Wir wollen da mal so ein paar Akzente setzen, jetzt mit dem Grün ja. Und so, weil das ja einen Garten darstellen soll. In dem ganzen Radius kommt am Ende dann kein Schnee mehr, ne? Aber das müssen wir ja. Natürlich schön machen mit am besten Glowstone und Laternen. Und hier kommt dann jetzt quasi das Schloss drauf. Genau, diese Abgrenzung, das wird alles das Schloss. Yep. Und das wird ein schönes Vorher-Nachher-Bild geben. Das wird echt ein schönes Vorher-Nachher-Bild geben. Krass. Ja, ja, ansonsten so haben wir halt hier drin nicht wirklich viel gemacht. Wir haben halt, ich glaube, das wurde noch nicht gezeigt, die Truhen so ein bisschen umgestellt. Oh, hat man bei mir letztes Mal nebenbei gesehen. Ja, okay. Halt hier noch so ein Amboss und das, ne? Ich wusste jetzt halt nicht, in welchem Ausmaß mehr. Nee, schon gut. Schneefarm und so weiter. Ja. Prinzipiell war es das, was man hier so zeigen kann, aber wir können ja ein bisschen bauen. Meinst du, wir sollen bauen? Guck mich an. Bist du sicher? Wir können ja mal die Treppe hier bauen. Hm? Jetzt kommt der echt hinterher. Kommt wieder hinter. Komm, Rico, wir zeigen das mal hier. Wir machen jetzt mal hier die Treppe. Genau. Sonst kommen wir jetzt zu gar nichts mehr. Wir das aus ich würde wirklich sagen, einfach Treppenstufen, ganz stumpf. Okay, hast du welche oder soll ich mal welche holen? 18. Ich hole mal welche. Eine Sekunde. Sagte dir aber auch nicht, dass ich welche holen gehe. Ja, aber. Zelle, wie war das nochmal mit, wenn wir in den Aufnahmeräumen sind, dann komm bitte nicht einfach rein? Und so, ja, ja, klar, nee, ist okay, ja, war. Ich mach mal ganz kurz die Aufnahme aus. Servergruppe zuweisen. Normal. Rechtsklick, klein vom Channel kicken, Dumpfnudel spacken. So. Und wieder zurück zur Aufnahme. So, wir sind wieder in der Aufnahme. Nein. Doch. Ich will aber nicht aufgenommen werden. Okay. Wo bist du aber? Dich? Juckt mich nicht. Rico, das sieht nicht gut aus, hast du da nur mit Treppenstufen, ne? Sieht scheiße aus. Ja, ne? Abstufung. Ich würde sagen, wir nehmen ganz normale Stone Slabs. Das sieht besser aus, glaube ich, echt. Also, als wenn das. Ja, oder eben normalen Stone Slabs, aber also so wirklich Stone Slabs. Stone Slab und Stone Brick immer abwechseln. Das finde ich, glaube ich. Reinmäßig wechselnd oder? Kann ich jetzt mal ausprobieren. Ich finde das sieht schon gut aus. Denn schon, dann machen wir das schon massiv. Ja, das sieht auch echt gut aus. Das hat einen schönen Farbakzent, der nicht zu krass ist. Okay, alles klar. Will?
Ich falle mal runter. Jetzt wieder die Erde. Du kannst auch direkt dran setzen. Okay, ich schlag mich halt. Ist in Ordnung. Achso, wir sind oben. Ja. Nice. Wir sind durchaus drin angekommen. Und es sieht sehr, sehr nice aus. Ich finde, die Treppe sieht jetzt aber richtig beeindruckend aus. Ja, dadurch. Die ist schon gut. Ja. Gut. Jetzt muss das Gebäude genauso beeindruckend werden. Ja, das ist ja easy. Das ist der einfache Teil. Rico, heute Abend bis 6, ne? Und dann. Ich hab morgen Unterricht. Also würde ich sagen, bis 5:30, weil dann muss ich aufstehen. Ja. Boden unserer Burg. Richtig. Ich würde aber wirklich sagen, Wooden Planks finde ich nicht schlecht und nachher können wir dann immer noch Akzente setzen. Korrekt. Wollen wir jetzt erstmal einmal komplett den ganzen Boden dieser Burg? Ja, wollen wir komplett Holz machen, aber das ist am Anfang so aus einer Eingangshalle, da passt kein Holz. Ja, das stimmt. Machen wir erstmal komplett aus Steine und dann mit Holz Akzente. Während ich hier so stumpf baue, kann ich ja mal drauf eingehen, was an Weihnachten geplant war, denn an Weihnachten war ja eigentlich laut Sturmwaffe geplant, ins Ende zu gehen. Niemals. Der Enddrache ist nur leider schon sehr, sehr oft gestorben. Wahrscheinlich. So ein Opfer. Den kann man auch sehr, sehr leicht soloen, deswegen, ich weiß nicht, was da wird. Hey Tobi, lass den mal töten. Ich bin persönlich auch fast ganz Weihnachten lang weg, außer vielleicht abends oder so bin ich mal da. Keine Ahnung, ich feiere das mit meiner Familie. Hä? Du hast sogar keine Familie. Was sie denken, ich habe ein Privatleben. Ach ja, übrigens, wir haben 500 Abonnenten. Ah ja, Tuk, stimmt, stimmt. Danke und so. Ey! Alter, warum falle ich alle 2 Sekunden runter? Bin ich eigentlich so unglaublich inkompetent? Ich meine, bin ich, aber... Bin gleich tot. Tot. Ich nicht, wie heißen wir? Quadfornation! Irgendwann machen wir eine Kinderserie, Tobi. Alle, die nicht eine Nation sind, werden gemobbt. Und das ist die Moral der Geschichte. Die Moral der Geschichte, schließt euch Gangs an oder der Yakuza Gangs oder so, keine Ahnung. Ansonsten werdet ihr verlieren. Genau. Falls ihr in Italien seid, schließt euch der Mafia an. In Japan der Yakuza. Was eigentlich auch nur die Mafia ist, nur auf Japanisch. Soll ich dir Bauen beibringen, Rico? Ich bin unbelehrbar. Langsam, es geht effizienter. Guckst dir an, guckst dir jetzt an, ich zeig's jetzt wie. Du nimmst immer 4 auf einmal und dann zack und machst es nur richtig und nicht so wie ich. Zack, machst es richtig und nicht so wie so. Schauen 5 würde auch gehen, aber 5 ist nervig, da vertut man sich noch öfter. Hab ich jetzt was beigebracht, so wie Löwenzahn? Ich hatte gerade einen guten Rhythmus. Peter Lustig mochte Kinder ja, ne? Das war eine Lüge von der Bild-Zeitung, dass er die nicht mochte. Ja, das wundert mich jetzt irgendwie sehr stark, weil die Bild-Zeitung lügt. Ich hasse die Bild-Zeitung, tut mir leid, no full of fans, aber... Menschen mit Gehirn hassen die Bild-Zeitung, Adolf Hitler zum Beispiel macht natürlich. Okay. Das ist so wie Chatroulette-Titel auf YouTube, Hauptsache Klicks beziehungsweise... Aufmerksamkeit. Ja. Wie schnell ein Stack weg ist, ist krank. Ja, auf jeden Fall. Wenn man was Größeres baut. Was farmst du denn? Cleanstone. Wir müssen ihn doch nur brennen. Du farmst Cleanstone. Ja, und? Weißt du, wie wir es in Ja, wie dann gesagt, Marc ist nicht so der stärkste. Wir haben übrigens 9 Doppelkisten voll mit Stein. Wenn wir den komplett verbaut bekommen, kannst du wieder farmen gehen, Marc. Was? Von der EP-Berechnung da, wie viel man bekommt, wenn man jemanden killt. Also 10% wären 0,8 Level. Ja, ja, richtig, das ist mir bewusst. Nee, es ist dir nicht, weil du ziemlich blöd bist. So, dass ich ziemlich dumm bin, ist mir bewusst. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Hör mal auf. Aber ich denke auch, also bin ich, cogito ergo sum. René Descartes, bester und dümmster Mann gleichzeitig. Danach hat er nämlich versucht, Gott mit Mathe zu beweisen. Das war nicht so cool. Also ich mache jetzt folgendes, und das ist jetzt meine Taktik, auf Doom. Warum machst du das Wasser weg? Ich wollte da hin. Lol. Ich wollte da gerade hoch und da geht das Wasser einfach weg, so. Okay. Okay. Ja. Okay. Ich möchte da oben hin. Jetzt werde ich mich dagegen schlagen und dann werde ich einen Block planten, während ich da runterfalle. Krass, okay. Das soll ich sehen. Also, weil ich nicht da hochklettern will. Stein nachlegen in die Öfen. Daneben, hast du gesehen, wie das Stein war? Rein. Ja, mach ich. Ich mach's jetzt. Ui, 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 ui. Wie macht er das nur?
Wie macht er das noch? Hat er Geld? Hat er Geld oder was hat er gemacht? Der hat doch gecheatet, der hat doch die Hexe an. An dieser Stelle übrigens nochmal danke für all die Leute, die wieder extrem viel gespendet haben. Ja, richtig, richtig viele Menschen. Schillermatz hat uns komplett alle Kisten mehrfach gefüllt. Und ganz viele andere Leute auch. Wenn ihr uns irgendwie Steine gebt oder so, dann packt immer ein Buch rein, damit wir auch wissen, wer das gewesen ist und so, dass wir das alles oder so schreibt uns in die weil wir haben alle Bücher von wir haben alle Bücher von den Leuten, ja, am besten Buch. Wir haben alle Bücher von den Leuten noch aufbewahrt, die uns bisher was geschenkt haben. Ja, richtig. Dementsprechend ist das am sinnvollsten. Dann haben wir am Ende so eine Art Bücherei, die wir aufmachen können. Ja, und Autogramm. Ja, wir machen eine Memoirenbücherei in dieses Gebäude, so eine kleine Bücherei. Ganz vielen Bücherregalen und dann außerdem auch mit diesen Büchern drin. Konnt ihr doch auch irgendwie so platzieren, dass man die lesen kann, oder? Falls ihr euch übrigens fragt, was ich jetzt schon wieder für ein Resource-Pack benutze, ich benutze einen Winter-Edit von dem 1.8 Beta-Box-Resource-Pack. Das ist zwar 200 MB groß, das liegt aber daran, dass da sehr, sehr viele Beta-Soundfiles drin sind, die ich cool finde. Die Truhe klingt anders, das Laufen klingt anders und so weiter. Das finde ich ganz cool. Skelette sind gerade auch cool. Also Skelette finde ich sehr, ja, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Die haben auch dieses richtige Knochengeräusch, dieses Kling-Kling. Genau. Hey, die letzte Reihe. Der Schaden ist, naja, fast dann gewinnen. Ach du, das ist für mich einfach nur reine Nostalgie. Hab so lange mit diesen Soundeffekten gespielt. Und vor allem der Creeper-Sound, der generelle Explosions-Soundeffekt ist einfach viel geiler. Er klingt noch richtig nach so 16-Bit Super Nintendo-Explosion. Ich finde, das ist auch so die Art von Sound, die in das Spiel rein sollte, so 16-Bit-mäßig. Denn Minecraft ist ja 16-Bit, also ein Textform. Mit der oberen Plattform. Oh, yeah. Erneut. Überlegen, was wir denn voraus. Oh, Youth ist hier. So. Lass mal Youth anschießen. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal, denn das ist echt eine Menge Footage. Das schneide ich noch zusammen. Oh, hier fehlt ein Schneeblock. Warte kurz, guck zu, wie ich Youth schlage. Warte, hier fehlt der Schneeblock. Tja. Guck zu, wie ich Youth schlage. Guck zu, wie ich Youth schlage. Guck zu, guck zu, guck zu. Ha, nein! Die Vorlage war gut. Youth, komm mal mit. Schon wieder. Hi. Sollen wir Youth hochziehen? Brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Und Stay kriegt er auch noch, kann er sich ins. Jetzt. Tobi jetzt. Er lebt einfach. Komm und ich MLG, das ist der Abschluss der Folge. Ich mach mit. Nein! Irgendwie hat's geleckt. Irgendwie hat Schaden gekriegt. Gut, das war's dann für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Winke, winke.